Unser aller Lieblings-YouTuber Kolja Barkhorn hat sich wieder zu Wort gemeldet. Und was soll ich sagen? Der Bärenmarkt scheint ihm irgendwie nicht gut zu bekommen. In seinem neuesten Video Geldsozialismus in der EU, wie die EZB deutsche Bürger enteignet, stellt er ziemlich wirre Thesen auf und beginnt dabei mit einer ziemlich leicht zu widerlegenden Lüge. Und das knüpft ja so ein bisschen an das letzte Video an, was ich dazu gemacht habe. Erinnert ihr euch vielleicht noch? Ansonsten verlinke ich es euch nochmal hier oben, wo wir so ein bisschen drauf eingegangen sind, dass die EZB eigentlich häufiger schon verstoßen hat gegen das eigentliche Mandat und dass die EU-Verträge je nach Auslegung eigentlich nicht mehr wirklich erfüllt sind. Schauen wir uns doch einfach mal das Mandat der EZB an, welches in den Verträgen von Maastricht in Artikel 123 festgeschrieben wurde. Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der Europäischen Zentralbank oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten für Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union, Zentralregierung, regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die Europäische Zentralbank oder die nationalen Zentralbanken. Im Klartext bedeutet das, dass der EZB der Erwerb von Staatsanleihen auf dem Primärmarkt verboten, aber auf dem Sekundärmarkt erlaubt ist. Hier ist der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln verboten, nicht der mittelbare. Und auf dem Sekundärmarkt kauft die EZB die Staatsanleihen ja von Banken ab. Das mag von der praktischen Wirkung her keinen großen Unterschied machen. Juristisch ist es aber sehr wohl einer. Ich hatte auf diesem Kanal ja schon mal ein Video zusammen mit dem YouTuber MMT mit Jan erstellt, wo wir schon genauer erklärt hatten, wie Staatsfinanzierung en Detail funktioniert. Wie wir da schon erklärt hatten, verbietet der Vertrag von Maastricht nämlich gar nicht monetäre Staatsfinanzierung. Er verbietet lediglich monetäre Staatsfinanzierung am Primärmarkt und schützt damit eigentlich die Rolle der Banken bei der Staatsfinanzierung. Der Vertrag von Maastricht schützt also die Kapitalinteressen der Bankenaktionäre und nichts weiter. Dass die EZB juristisch gesehen nichts falsch macht und sehr wohl am Sekundärmarkt Anleihen kaufen darf, hat auch der EuGH immer und immer wieder bestätigt. Hier wurde mehrfach versucht, die Anleihekäufe der EZB zu verbieten bzw. einzuschränken, und jeder Versuch ist gescheitert. Und dass mittlerweile, wenn man sich diese Institution anschaut, eigentlich das eine direkte Staatsfinanzierung jetzt widerspiegelt, was passiert. Du bist da wirklich einer ganz heißen Sache auf der Spur. In unserem Geldsystem wird der Staat nämlich immer durch die Zentralbank finanziert. Normalerweise über den Umweg des Bankensystems. Es kann aber auch direkt über die Zentralbank erfolgen. Aber das ist ja durch den Vertrag von Maastricht verboten. Also geht hier nur der Umweg übers Bankensystem. Wir leben nämlich in einem zweigliedrigen Geldsystem. Die Banken brauchen Zentralbankgeld, um Staatsanleihen kaufen zu können. Und dieses Zentralbankgeld können sie nur von der EZB erhalten. Ich verweise nochmal auf das Video, was man hier auf meinem Kanal finden kann und wo der Prozess der Staatsfinanzierung technisch genau erklärt wird. Und dazu gehen wir jetzt mal auf das ein, was jetzt in den letzten Wochen so an News langsam durchgereicht wurde. Und zwar das Transmission Protection Instrument. Ja? Und dieses Transmission Protection Instrument seht ihr jetzt gerade hier, 21. Juli, ist also ganz neu erstmal hier rausgekommen, ist eine weitere Möglichkeit, jetzt für die EZB direkt eigentlich in die Finanzierung einzelner Staaten in der EU einzugreifen und den Geldsozialismus eigentlich perfekt zu machen. Barkhorn wird uns im weiteren Verlauf des Videos leider keine Definition von Geldsozialismus präsentieren. Also muss ich das hier wohl machen. Das Konzept des Geldsozialismus stammt vom rechtsliberalen Vordenker Roland Bader. Die Zentralbank setzt ja in unserem Geldsystem das Zinsniveau fest. Bader geht davon aus, dass dieser staatliche Eingriff ins Zinsniveau schon Sozialismus ist. Und da das halt über die Zentralbank geschieht, ist das halt Geldsozialismus. Und ja, so simpel sieht diese Idee wirklich aus. Die Zentralbank setzt sie für Zinsen fest und das ist Sozialismus. So gesehen lebten wir übrigens auch noch nie im Kapitalismus. Jedenfalls, wenn man nach diesem Konzept geht. Um diese Einschätzung zu belegen, schauen wir uns mal das Mutterland der industriellen Revolution an. Großbritannien.
Die Bank of England existiert als älteste Notenbank der Welt seit 1694 und hat seitdem immer die Zinsen festgesetzt. Und die Zinsen auf Staatsanleihen folgten diesen von der Zentralbank vorgegebenen Zinsen, auch mit einiger Verzögerung. Von 1719 bis 1820, über 100 Jahre lang, blieb der Zinssatz gar konstant. Es war in der Geschichte auch egal, ob Großbritannien zu dieser oder jener Zeit gerade einen Goldstandard hatte oder seine Währung frei schwanken ließ. Die Zinsen wurden immer von der Bank of England gesetzt. Der letzte Goldstandard des Bretton Woods-Systems, als alle Währungen an den Dollar und der Dollar ans Gold gekoppelt wurde, brach 1971 zusammen. Und auch davor lässt sich kein Unterschied erkennen. Die Zinsen wurden immer von der Notenbank gesetzt. Und auch die Staatsanleihekäufe, die heute als unkonventionelle Geldpolitik gelten, könnten eigentlich nicht normaler sein. Schon im 18. Jahrhundert wurden sie exzessiv eingesetzt. Die Bilanzsumme der Bank of England betrug damals rund 20% des britischen Bruttoinlandsproduktes. Ein Wert, der erst im 21. Jahrhundert wieder überschritten werden sollte. Die Konklusion des Ganzen ist, dass selbst wenn man das wirre Konzept des Geldsozialismus ernst nehme, dass es dann kein Vorwurf gegenüber der EZB wäre. Wir hatten im Kapitalismus niemals ein anderes System. Die Zinsen wurden schon immer von der Notenbank gesetzt, ganz egal, ob wir gerade einen Goldstandard hatten oder nicht. Es gab nie etwas anderes als den Geldsozialismus. Wer sich für Roland Baaders Geldsozialismus und seine anderen wirren Thesen noch genauer interessiert, dem sei an dieser Stelle die Wohlstand für alle Folge zu ihm empfohlen. Dort wird auch auf die rechte Verschwörungstheorie des Kulturmarxismus eingegangen, die laut Baader ganz eng mit dem Geldsozialismus zusammenhänge. Ich glaube, ihr merkt langsam, in was für Kreisen wir uns hier bewegen. Was Barcoins Vorgehen so gefährlich macht, ist, dass er die Hintergründe, die ich euch gerade gezeigt habe, überhaupt nicht erklärt. Er tut so, als wäre dieser Geldsozialismus der EZB etwas völlig Neuartiges oder als könne er eingeführt werden. Dabei hatten wir nie ein anderes System. Im Kapitalismus haben die Notenbanken immer die Zinsen gesetzt und sie werden es wahrscheinlich auch noch in der Zukunft tun. Die EZB tut absolut nichts Außergewöhnliches. Ja? Normalerweise ist es ja so, dass die Staatsanleihen der einzelnen Länder, hier haben wir zum Beispiel Griechenland, Italien, USA, Portugal, Spanien, Irland, Belgien, irgendwo haben wir auch Deutschland hier mit 1%, ne, je nach Risiko eben einen unterschiedlichen Zinssatz haben. Das ist genau das, was ich am Anfang des Videos erklärt habe. Und das ist auch das Ultrawichtige. Ne? So. Grundgütiger. Nein, Staatsanleihen haben kein Ausfallrisiko. Die Zinsen werden von den Zentralbanken gesetzt. In der Eurozone sieht das Ganze allerdings etwas anders aus. Hier gibt es dieses Ausfallrisiko. Das ist allerdings die Folge eines katastrophalen Versagens der EZB. In den ersten 10 Jahren gab es diese Zinsspreads in der Eurozone quasi nicht. Da zahlten Griechenland, Italien und Deutschland fast dieselben Zinsen. Die massiven Renditeaufschläge, vor allem für die Südeuropäer, kamen erst auf, als Zweifel daran wuchsen, dass die EZB im Zweifel zwar einspringen würde. Und genau das ist auch passiert. Die EZB hat Griechenland nämlich pleite gehen lassen. Und damit wurde künstlich ein Risiko geschaffen. Eigentlich dürfte es dieses Risiko nicht geben und die EZB könnte es von heute auf morgen abschaffen. Sie müsste nur festlegen, dass es keine Zinsspreads mehr geben soll. Dann wäre dieses Risiko weg, die Renditedifferenzen würden verschwinden und alle Anleihen in der Eurozone würden gleich rentieren. Aber die EZB tut das aus mir unerfindlichen Gründen irgendwie nicht. Diese Renditedifferenzen sind, wie ich es in einem früheren Video schon mal erklärt habe, gefährlich für eine Marktwirtschaft. Wenn italienische Unternehmen höhere Zinsen auf ihre Anleihen zahlen müssen als vergleichbare deutsche Unternehmen, obwohl sich das Geschäft dieser beiden überhaupt nicht unterscheidet, weil der italienische Staat auch höhere Zinsen zahlen muss, dann werden die Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Europäischen Währungsunion verzerrt. Das sorgt dafür, dass der Markt nicht mehr richtig funktioniert. Man braucht für einen funktionierenden Binnenmarkt überall gleiche monetäre Bedingungen.
Zumindest innerhalb einer Währungsunion. Bei den Ländern, die eine eigene Währung haben, ist das noch etwas anders, da hier eine äußere Abwertung möglich ist. Aber dort, wo das nicht möglich ist, dort, wo die Unternehmen wirklich auf die von der EZB gesetzten Zinsen angewiesen sind, darf es diese Renditedifferenzen nicht geben, da sonst der Wettbewerb verzerrt wird. Und nur wenn wir mal die Zinsen um 0,5%, ja, oder 50 Basis Points, wie es immer so schön heißt, anheben, kommen natürlich die ganzen alten, ungelösten Probleme in der EU wieder nach oben, ja, nämlich, dass entsprechend die ganzen, ja, Südstaaten, die halt eben nicht so solide wirtschaften und so weiter, eben wieder Finanzierungsschwierigkeiten bekommen, ja, wenn sie sich nicht mehr mit sehr billigem Geld und so weiter eindecken können. Die Eurozone hat große Probleme, aber das liegt nicht daran, dass die Südstaaten unsolide wirtschaften würden. Griechenland hatte einst das höchste Wachstum in der gesamten Eurozone. Doch dann kam die Troika, zwang dieses Land zur Sparpolitik und die Wirtschaft brach ein und hat sich bis heute nicht erholt. Das Problem von Südeuropa ist die katastrophale Sparpolitik und sonst nichts anderes. Aber nein, darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Es soll um das andere Problem gehen. Wieso ist diese Sparpolitik denn notwendig? Deutschland hat im ersten Jahrzehnt der Eurozone auf Sozialabbau, Lohnzurückhaltung und Investitionskürzungen gesetzt. Kurzum, der Staat hat alles dafür getan, um das Lohnniveau zu drücken. Die Folge war, dass die Reallöhne von 1992 bis 2012 sogar gesunken sind. 20 Jahre lang sinkende Reallöhne in einem Industrieland, was in dieser Zeit dauerhaft gewachsen ist. Die Produktivität stieg in allen Euro-Staaten in diesem Zeitraum ungefähr gleich stark. Und was das für die Lohnstückkosten bedeutet, kann sich jetzt ja wahrscheinlich jeder selbst ausmalen. In Deutschland wuchsen die Lohnstückkosten mit Abstand am langsamsten. Und da dank des Euros keine äußere Abwertung, beziehungsweise im Falle von Deutschland eine äußere Aufwertung mehr möglich war, wurde Deutschland wettbewerbsfähiger. Deutsche Unternehmen konnten also billiger produzieren als beispielsweise die Unternehmen aus Frankreich, Spanien oder Italien, weil sie niedrigere Löhne zahlten. Die Folge war einerseits, dass der deutsche Binnenkonsum zwar geschwächt wurde, aber andererseits, dass der deutsche Export förmlich explodierte. Die deutsche Exportindustrie machte also Gewinne auf Kosten der Exportindustrie in Südeuropa und auf Kosten der deutschen Arbeiter. Und die zeitliche Koinzidenz ist hier wirklich beeindruckend. Kurz nach Einführung des Euros war Deutschlands Leistungsbilanz noch negativ. Als Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010 begann, explodierte der deutsche Leistungsbilanzüberschuss invers zu den stagnierenden bzw. leicht sinkenden Löhnen. Mit diesem Lohndumping verstieß Deutschland natürlich auch gegen das 2% Inflationsziel der EZB. Wir erinnern uns, die Inflation folgt den Lohnstückkosten und wenn die Lohnstückkosten zu schwach steigen, dann ist die Inflation relativ niedrig und genau das war in Deutschland der Fall. Die Inflation war niedriger als in den anderen Ländern Europas und dies übte deflationären Druck aus. Die anderen Länder hatten also nur noch die Wahl, Deutschland zu folgen oder ihre eigenen Leistungsbilanzdefizite immer weiter wachsen zu lassen. Nach der Eurokrise entschieden sich also quasi alle südeuropäischen Staaten dafür, Deutschland zu folgen und auch auf Lohnzurückhaltung zu setzen. Dies übte weiteren deflationären Druck aus. Denn wenn die Lohnstückkosten nicht stark genug steigen, dann gibt es auch keine Inflation. Und deshalb war die Inflation in der Eurozone rund 10 Jahre lang zu niedrig. Und dies ist auch die deflationäre Situation, die die EZB in der Vergangenheit zu bekämpfen versuchte. Aber logischerweise erfolglos blieb. Eine Notenbank kann nur sehr indirekten Einfluss auf die Lohnsetzung nehmen. Deswegen konnte die EZB keine Inflation erzwingen. Und deshalb ist die EZB auch nicht für die aktuelle Inflation verantwortlich. Wenn die EZB-Politik wirklich zur Inflation geführt hätte, dann wäre dies schon vor 10 Jahren der Fall gewesen. Aber auch zur Rolle der EZB hatte ich mich in diversen anderen Videos auf diesem Kanal ja schon hinreichend geäußert.
Also weiter zum Geldsozialismus und seinen ach so schlimmen Folgen. Das bedeutet jetzt hier, dass diese Zinsspreads, also die Unterschiede zwischen den Renditen, die Leute, die Staatsanleihen sozusagen kaufen in der EU, wieder abgedämpft werden. Und warum? Naja, weil ja sonst unser europäischer Gedanke mit dem Euro und so weiter wieder verloren geht. Das heißt nichts anderes, als wenn jetzt zum Beispiel die Renditen von den Staatsanleihen von Griechenland oder von Spanien und so weiter zu stark ansteigen, ja, weil natürlich entsprechend die Risiken dieser Staaten auch steigen, dann wird die EZB überproportional diese Staatsanleihen kaufen, um wieder den Spread sozusagen zu reduzieren. Also um wieder die einzelnen Finanzierungskosten innerhalb der EU-Gemeinschaft gleichzulassen. Ja? Und das ist nichts anderes als dieses Transmission Protection Instrument. Und wenn ihr mich fragt, ist eigentlich das fast schon so eine Art Endstufe des planwirtschaftlichen Geldsozialismus innerhalb der EU. Und am Ende des Tages bedeutet das natürlich nichts anderes, als dass halt eben nicht mehr richtig gewirtschaftet wird. Und man fragt sich langsam wirklich, was unserem Kolja hier in den Tee getan wurde. Gesund kann das auf jeden Fall nicht gewesen sein. Wenn die EZB für gleiche oder zumindest für ähnliche monetäre Bedingungen innerhalb der EWU sorgt, dann ist das planwirtschaftlicher Geldsozialismus. Wenn Unternehmen also sinnvoll planen können, mit welchem Zinssatz sie zu rechnen haben, unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat sie ansässig sind, dann kann laut Barkhorn nicht mehr vernünftig gewirtschaftet werden. Die Völker Südeuropas bezahlen aktuell durch die höheren Zinsen, die sie auf ihre Anleihen zahlen, den Profit großer Banken und andere Anleger, die sich ihre Staatsanleihen in ihr Portfolio gesteckt haben. Nichts anderes passiert hier. Und wenn die EZB diesen eigentlich skandalösen Umstand auch nur abmildert, sie beseitigt ihn ja nicht. Die Zinsspreads sind seit nunmehr einem Jahrzehnt dauerhaft da. Wenn die EZB diesen Umstand nur abmildert, dann ist das laut Barkhorn planwirtschaftlicher Geldsozialismus. Man weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Es ist einfach nur Irrsinn, was auf diesem Kanal mittlerweile verzapft wird. Barkhorn reproduziert irgendwelche wirren, neurechten Ideen einfach, wahrscheinlich sogar ohne sie selbst verstanden zu haben. Ich hatte ja vorhin schon erklärt, dass wir niemals ein anderes System hatten. Die Zentralbanken haben immer die Zinsen gesetzt und die Staatsanleihen haben diesen Zinssetzungen Folge geleistet. Es gab nie ein anderes System in der Marktwirtschaft. Die Zentralbanken haben immer die Zinsen festgelegt, egal ob wir gerade einen Goldstandard hatten oder nicht. Aber solchen neoliberalen Ideologen wie Barkhorn braucht man zu so etwas nicht kommen. Wir hatten ja schon in den letzten zwei Videos gesehen, dass ihm Fakten relativ egal sind und es ihm nur darum geht, seine Ideologie zu pushen. Und wenn der Geldsozialismus, den er selbst nicht mal verstanden hat, als Feindbild taugt, ja, dann wird er halt genommen. Entsprechend der jeweiligen Risiken eben auch die entsprechenden Zinsen und so weiter gezahlt werden. Weil wenn ihr jetzt nicht so gut wirtschaftet und deswegen der Markt, der rationale Anleger sagt, okay, dann brauche ich eben auch eine höhere Rendite für das Risiko, was ich eingehe. Naja, dann kriegst du das einfach eben von der EZB. Ne? Ganz einfach richtig tolle Sachen. Und wir wissen alle, okay, wenn halt immer mehr Geld in den Umlauf kommt, aber nur eine bestimmte Menge an Waren produziert wird, was das im Endeffekt für die Leute bedeutet, die gut wirtschaften, nämlich, dass sie am Ende des Tages immer die Zeche dafür zahlen. Ja? Was Barkhorn mit Zeche zahlen meint, das wird nicht ganz klar, also ignorieren wir das hier an dieser Stelle mal. Aber der andere Punkt, wenn ein Staat nicht vernünftig gewirtschaftet habe, dann solle er höhere Zinsen zahlen und das sei gut so und die EZB solle das auf keinen Fall ausgleichen. Was heißt denn in diesem Kontext hier vernünftig gewirtschaftet? Ganz einfach. Es heißt, dass ein Staat Leistungsbilanzüberschüsse macht. Es bedeutet, dass ein Staat Lohndumping betrieben hat und seine Handelsbilanz ins Positive treibt und damit auch die Leistungsbilanz. Wenn der Finanzierungssaldo des Auslandes nämlich positiv ist, dann kann der Staat sich geringere Defizite oder sogar Überschüsse leisten.
Das bedeutet, die Politik, die Barkony als vernünftig zu bezeichnen versucht, nennt sich Merkantilismus. Das Erzielen von Leistungsbilanzüberschüssen auf Kosten anderer. So eine Politik führt aber über kurz oder lang zum Zerbrechen der Währungsunion. Die Überschüsse der einen Länder sind die Defizite der anderen. Die Überschüsse von Deutschland sind die Defizite von Frankreich. Die Überschüsse von Holland sind die Defizite von Griechenland. Die EWU als Ganzes erzielt wegen der drastischen Unterbewertung des Euros mittlerweile auch schon Überschüsse. Beziehungsweise wegen der gestiegenen Rohstoffpreise jetzt temporär nicht mehr, aber das klammern wir mal aus. Aber das kann nicht unendlich so weiter steigen, weil der Wechselkurs hier als Korrektiv wirkt. Genau das gibt es innerhalb der Eurozone aber nicht. Das heißt, man kann durch Lohndumping seine Europartner übervorteilen. Und genau das hat Deutschland gemacht. Das kann aber logischerweise nur einer machen. Wenn alle es versuchen, dann droht Deflation. Genau das ist es, was Barkony indirekt fordert. Er fordert eine deflationäre Politik von allen Ländern. Das wäre aber nicht vernünftig, sondern würde in die wirtschaftliche Katastrophe führen. Schauen wir uns das Ganze an und jetzt kommt so ein bisschen der Teil, wo man tatsächlich so ein bisschen sauer werden könnte, wenn ihr mich fragt. Weil wenn wir uns das Vermögen im europäischen Vergleich anschauen, dann ist es ja nicht so, dass unbedingt man denken könnte, ey, Deutschland muss jetzt irgendwie ständig Spanien oder Portugal oder Griechenland oder so irgendwie unter die Arme greifen. Ja, ich meine, ich hier in Spanien, ich profitiere natürlich davon indirekt. Dann kriegt man hier eben die ein oder andere Subvention irgendwie, weil wenn man natürlich sich leichter refinanzieren kann, dann kann man auch wegen alle möglichen Subventionen den Bürgern irgendwie hinten reinschieben, weil man eben nicht so streng wirtschaften muss. Ja, zum Beispiel, dass du halt eben von der Insel irgendwie nach Madrid oder irgendwo anders hinfliegen kannst mit 75% Rabatt oder anderen Sachen. Ja, aber schaut euch das einfach mal an. Wir haben jetzt hier das Nettohaushaltsvermögen in europäischen Ländern. Ja, das ist zwar noch 2017. Aktuellere Daten konnte ich jetzt aktuell leider nicht finden. Überall, wo man jetzt aktuell danach googelt, kriegt man trotzdem immer nur diese Studie hier. Aber wenn ihr was Neueres findet, gerne hier unten in die Kommentare. Und hier sehen wir jetzt einmal in Orange den Median und in Gelb den Mittelwert. Das Durchschnitt. Was ist nochmal der Unterschied? Nun ja, ganz einfach. Nehmen wir uns jetzt mal Deutschland hier als Vergleich. Also das durchschnittliche Haushaltsvermögen in Deutschland liegt bei 32.000 Euro. Das klingt erstmal erstaunlich viel. Viele von euch werden jetzt irgendwie sagen, so Alter, warte mal, hä? Wo ist jetzt irgendwo hier versteckt oder verdammte Scheiße? Wo habe ich denn bitte 238.000 Euro, ja? Und dann werden natürlich auch die cleveren Statistiker gleich sagen, ja, Moment mal, das ist nur der Durchschnitt und in Deutschland haben wir überproportional innerhalb der EU im Vergleich viele Milliardäre und so weiter, die natürlich diesen Durchschnitt dann massiv nach oben ziehen. Ich glaube, es war irgendwo bei Grupp oder irgendwo in einem Dorf in Deutschland, wo oder in einer Kleinstadt, wo irgendwie jeder Bürger quasi Millionär ist, weil dort, glaube ich, der Grupp oder irgendjemand anders oder der, wie, wer war denn das nochmal? Der Dürr, glaube ich, hier, dieser mit den Schrauben und so weiter wohnt. Und der halt den Durchschnitt so stark nach oben zieht, dass jeder Bürger dort Millionär ist. Und deswegen gibt es natürlich auch den Median noch als Vergleich, weil da weiß man dann immer, okay, das ist eigentlich der bereinigte Durchschnitt so ein bisschen. Das heißt, die Hälfte aller Leute hat weniger, die Hälfte aller Leute hat mehr so ungefähr. Ja? Und da ist es in Deutschland so, dass dein Haushaltsvermögen im Median nur noch 70.000 Euro beträgt pro Haushalt. Und wir jetzt mal den EU-Durchschnitt betrachten, dann liegt Deutschland unter dem EU-Durchschnitt, ja, von 99,4. Okay, der Durchschnitt insgesamt liegt aber niedriger. Daran sehen wir also bereits, dass in Deutschland überproportional viele Millionäre und Milliardäre diesen Durchschnitt nach oben ziehen. Aber die meisten, jetzt sage ich mal, Bürger, die nicht so viel Geld haben in Deutschland, eigentlich im Durchschnitt ärmer sind als ihre Kollegen in Spanien und so weiter. Ja? Hier haben wir die Spanier zum Beispiel 119, ja, oder die Italiener 132. Ja, das heißt, diese ganzen EU-Problemstaaten und so weiter, dort sind die Bürger eigentlich vermögender als wir Deutschen. Ja, woran das wohl liegen mag,
Und jetzt sehen wir auch, warum ist das denn eigentlich so? Hier sehen wir jetzt als erstes nochmal so, wie stark die sehr reichen Leute das Ganze verzerren. In Deutschland beispielsweise, ja, machen 55% des Gesamtnettovermögens halt die 10% der reichsten Kollegen eben aus. Ja, schöne Grüße an dieser Stelle an euch. Ja, aber es sind natürlich auch viele dabei, die hart arbeiten dafür. Das vergisst man immer so ein bisschen. In Zypern ist das noch heftiger, aber auch in Estland, Niederlande, Österreich, ja. In Österreich, da wohnen natürlich auch so manche richtig reiche Leute, ja, der Mateschitz beispielsweise, oder da gibt es da noch diesen einen, der da die Glock, kennt ihr die Glock, ja, diese eine Pistole und so, das ist auch von einem Österreicher erfunden, und Sig Sauer und wie die alle heißen, glaube ich, das sind auch alles Österreicher, richtig reiche Kollegen dort, ja. Und in anderen Ländern beispielsweise wie Griechenland, Polen und so, da haben einen die Reichsten nicht so viel insgesamt, ja, im Vergleich. Und jetzt sehen wir aber, warum, wo liegt denn das meiste Vermögen? Warum sind denn in Deutschland beispielsweise die durchschnittlichen Bürger eigentlich ärmer als die Spanier und die Italiener? Es liegt vor allem am Immobilienbesitz. Schaut mal hier, Deutschland hat vom gesamten EU-Raum, ja, den niedrigsten Eigenheimbesitz von allen. Und das wissen halt alle. Eigenheimbesitz diszipliniert einen automatisch so ein bisschen zum Sparen und so, ja, dieser von Gerd Kommer erwähnte Zwangssparvertrag mit der Bank und so weiter, und hilft beim Vermögensaufbau, ja, und da in Deutschland eben nur 43% der Haushalte selbst genutzten Immobilienbesitz haben, aber jetzt schauen wir uns das mal in Spanien beispielsweise an, 75,9% der Spanier haben eben eine eigene Immobilie, die sie benutzen. Ich hatte euch vorhin ja schon gezeigt, dass die Löhne in Deutschland viel schwächer gestiegen waren als in den anderen Euro-Ländern. Nun, und wenn die Löhne schwächer steigen als die Produktivität, dann muss sich dieses Geld, was ja trotzdem erwirtschaftet wurde, irgendjemand anderes in die Tasche gesteckt haben. Und das waren in Deutschland die Kapitalbesitzer. Die Profite sind seit dem Jahr 2000 förmlich explodiert. Es sind also nicht die faulen Südeuropäer, die an den geringen Vermögen in Deutschland schuld wären, sondern die hohen Gewinne der deutschen Exportindustrie. Die deutschen Arbeiter haben geringere Löhne akzeptiert, beziehungsweise dank der Regierungspolitik akzeptieren müssen, und die Unternehmer haben sich den Rest in die Tasche gesteckt und Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten in Frankreich, Italien und Spanien gehabt. Ganz Europa hat unter diesen Umständen massivst gelitten. Profitiert hat einzig und allein eine sehr kleine und sehr reiche Gruppe in Deutschland. Wenn man also will, dass der durchschnittliche Deutsche mehr Einkommen in der Tasche hat, ja, dann müssen die Löhne endlich steigen. Dann können die Deutschen auch mehr sparen und sich eher Immobilienbesitz leisten. Und es gibt noch einen Punkt, der entscheidend dafür ist, dass die Deutschen so wenig Immobilien haben. Die Preise sind förmlich durch die Decke gegangen. Das liegt zum einen an den niedrigen Zinsen, die bedingt sind durch die niedrige Inflation. Auch hier wären steigende Löhne sinnvoll, da sie zu steigender Inflation und somit steigenden Zinsen führen würden. Also auch auf dieser Front hätte es nur Vorteile, die Löhne in Deutschland endlich angemessen zu erhöhen. Es gibt allerdings noch einen Grund für die drastischen Preissteigerungen von Vermögenswerten. Das sind die massiven Steuersenkungen, vor allem für die Reichen. In den letzten 30 Jahren wurde die Vermögenssteuer abgeschafft, die Spitzensteuer und die Körperschaftssteuer wurden gesenkt. Das bedeutet, die Reichen haben mehr Geld, was sie beispielsweise in Immobilien stecken können. Wenn man also die Immobilienpreise etwas senken wollte, müsste man vor allem bei den Immobilien, die die Reichen haben, für Verkaufsdruck sorgen, damit sich der Normalverdiener wieder welche leisten kann. Das könnte man durch eine höhere Besteuerung von Vermögen erreichen. Die Deutschen brauchen also keinesfalls nur eine andere Einstellung zu Vermögensaufbau oder einen Wink von der EZB, sondern sie brauchen schlicht und ergreifend mehr Geld, also höhere Löhne, um sich Immobilien leisten zu können. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich so ein bisschen ungerechtfertigt, wenn du jetzt auf der einen Seite zwar ein Land hast wie Deutschland, wo es eigentlich, man glaubt, das sind doch eigentlich, die haben doch das höchste BIP und so. Aber das hohe BIP besitzt halt eben nicht der durchschnittliche deutsche Bürger, sondern das besitzen die reichsten Deutschen
Und eben die ganzen Ausländer, ja, der Mehrheit der DAX-Unternehmen ist im ausländischen Besitz. Guckt euch Adidas und die ganzen Unternehmen an, die sind alle von irgendwelchen Fonds und reichen Ausländern in China und so weiter, sitzen die alle, die besitzen die deutschen Firmen. Das heißt, das BIP in Deutschland, wir produzieren zwar viel, ja, darin sind wir richtig gut, aber besitzen tun wir das im Verhältnis eher weniger. Wakorn spricht hier von Bruttovermögen. Natürlich besitzen Ausländer deutsche Aktien. Das ist eine Folge der offenen Kapitalmärkte. Wenn man das verhindern wollte, dann bräuchte man Kapitalverkehrskontrollen, was allein schon die EU-Regeln verbieten. Im Gegenzug für die ganzen Vermögenswerte, die Ausländer in Deutschland besitzen, besitzen die Deutschen Vermögenswerte im Ausland. Wenn man hier die Vermögens- und die Schuldbeziehungen, die untereinander bestehen, aufaddiert, dann beträgt das deutsche Nettoauslandsvermögen rund 2,1 Billionen Euro, beziehungsweise 62% des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Das Nettovermögen der Welt ist logischerweise immer genau gleich Null. Es kann kein Land höher gegenüber einem anderen verschuldet sein, als dieses andere Land Vermögen hat. Jede Schuld ist automatisch auch ein Vermögen an anderer Stelle. Deutschland hat also Vermögen im Ausland. Was Barkony erzählt mit, dass das ganze Kapital in Deutschland Ausländern gehören würde, das mag vielleicht stimmen aufgrund der offenen Kapitalmärkte. Aber dafür gehört den Deutschen nochmal viel mehr Kapital im Ausland. Und da sich in Deutschland seit mittlerweile fast 2 Jahrzehnten so hohe Leistungsbilanzüberschüsse auftürmen, wächst und wächst dieses Nettovermögen immer weiter. Wenn die Leistungsbilanz weiter positiv bleibt, dann wird das deutsche Vermögen im Ausland auch höchstwahrscheinlich wachsen. Wisst ihr was? Alle sprechen ja immer so von diesen ganzen Problemen mit Krise und mit Rezession und so. Und ich denke mir immer so, warum? Warum? Rezession ist gut. Wenn Staaten nicht wirtschaften richtig, wenn Unternehmen nicht wirtschaften richtig, dann haben sie das zu zahlen. Und die jeweiligen Leute, die dort eben das Ganze versaut haben, haben es zu zahlen. Aber doch nicht die Bürger, die in Deutschland irgendwie ihren Job versuchen zu machen. Und genau das ist der Punkt. Die Leute, die überhaupt nichts für die Lage eines Staates können, nämlich die normale Bevölkerung, zahlt dann. Und wir Deutschen zahlen dann auch, weil unser Export in die pleite gegangenen Staaten einbricht. Wenn ein Unternehmen pleite geht, dann sind die Aktionäre halt pleite und die Arbeitnehmer werden von anderen Unternehmen übernommen, im Idealfall. Im nicht so idealen Fall sind sie dann arbeitslos. Aber ein Unternehmen kann gewechselt werden. Ein Staat kann man nur sehr schwer wechseln. Was sollten wir denn machen, wenn Italien pleite ginge? Was soll mit den 60 Millionen Italienern passieren? Wollen wir die alle nach Deutschland umsiedeln oder was? Es ist so dermaßen irre, was uns hier präsentiert wird. Und die Entscheidungsträger, die für so eine Staatspleite dann verantwortlich wären, die würden sich ins Ausland absetzen. Die würden zusehen, wie ihr Land den Bach runtergeht und aus der Ferne winken zuschauen. Nein, den Preis für eine Staatspleite müssten dann die normalen Bürger in Italien zahlen, die nochmal 20 bis 30 Jahre mit Austeritätspolitik traktiert würden oder die sogar aus der Eurozone getrieben würden. Wobei man sagen muss, dass ein Euro-Austritt durchaus im Interesse Italiens wäre, weil es dann genau auf dieses merkantilistische Wachstumsmodell setzen könnte und nicht mehr an die europäischen Schuldenregeln gebunden wäre. Es könnte seine Währung beliebig abwerten und damit an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Naja, jedenfalls solange sich die Eurozone nicht wehrt. Und mal abgesehen davon, was bedeutete es denn, wenn ein Staat pleite gehen könnte, wenn die EZB nicht einsprünge, so wie das im Fall von Griechenland ja der Fall war? Dann wären die Euro-Staaten erpressbar. Dann könnten Hedgefonds einfach die Anleihen bestimmter Länder shorten, so lange bis die Zinsen untragbar würden und dann könnten diese Hedgefonds fette Gewinne machen und somit die Eurozone zerstören. Das ist übrigens kein Szenario, was ich mir gerade ausdenke. Das ist während der letzten Euro-Krise genau so passiert. Hedgefonds haben sich Kreditausfallversicherungen für bestimmte europäische Staaten gekauft und dann genau die Anleihen dieser Staaten leer verkauft. Das heißt, diese Hedgefonds haben sich Versicherungen für ein Haus gekauft
und dann dieses Haus anschließend angezündet, um es mal bildlich darzustellen. Das sind absurde Fehlanreize, die an den Finanzmärkten herrschen würden, wenn wir so absurd handelten und Staatspleiten erlaubten. Doch nachdem Kolja Barkhorn uns hier eine Kriegserklärung an den gesunden Menschenverstand präsentiert hat, ich weiß nicht, wie ich dieses Video sonst nennen soll, wollen wir doch auf einer versöhnlichen Note enden. Zum Ende hat er nämlich ein paar weise Worte für uns, denen ich durchaus zustimmen würde, auch wenn er sie wahrscheinlich anders meint als ich. Mir leid. Am Ende des Tages musst du einfach endlich kapieren, dass diese Politik aktuell in der EU nicht förderlich für den durchschnittlichen deutschen Bürger ist und sein Vermögen. Wer das jetzt nicht kapiert hat bis jetzt, sorry, der wird's, also da ist dann irgendwann der Zug abgefahren und meine Geduld oder mein Verständnis dafür, ja, ist auch langsam irgendwie vorbei, sowohl auf dieser individuellen Ebene als eben auch auf der Gesamtebene. Und